Diese Sendung wird gesponsert von CMC Markets. CMC Markets, hier sind Trader zu Hause. Der DAX-Check mit Thomas Bergmann vom Anlegermagazin Der Aktionär. Herr Bergmann, schönen guten Tag. Also der DAX auch heute wieder im grünen Bereich unterwegs. Welche Marken sind besonders wichtig gerade? Ja, hallo Herr Damm. Wir hatten ja am Mittwoch gesagt, unter 10.000 Punkten. An schwachen Tagen durchaus mal Positionen einsammeln, auf die Long-Seite gehen. Das hat sich bis dato als richtig erwiesen. Wir knabbern an diesem Abwärtstrendkanal, den wir seit den Hochs im April sehen. Und zwar verläuft er bei 10.108 Zählen. Also wir befinden uns leicht darüber. Halten wir dieses Niveau und vielleicht auch noch über dieses Zwischenhoch bei 10.187, dann wäre der Weg frei bis zum oberen Begrenzungsraum, der im Moment bei 11.000 Punkten etwa verläuft. Also da würde sich schnell doch deutliches Potenzial anschließen, wenn wir endlich eben in diesen Abwärtstrendkanal eben zurückkehren. Und ja, dann wäre eben, wie gesagt, der Weg nach oben geebnet. Wir haben zwar dann noch schon noch ein paar Widerstände bei 10,5, bei 10,650 zum Beispiel, aber ich denke mal, wenn wir jetzt wirklich mal über 10,2, 10,3 hinausgehen, dann sollten wir wirklich die große Chance haben, eben diese obere Begrenzungslinie anzutesten. Auf der Unterseite haben wir nach wie vor die 10.000-Punkte-Marke natürlich und bei 9,850 etwa hat sich eine neue Unterstützungslinie jetzt herauskristallisiert, die tunlichst jetzt nicht mehr unterschritten werden sollte. Was heißt das für die Anleger? Sie haben gesagt, unter 10.000 Punkten zukaufen. Jetzt werden vielleicht Anleger nervös und sagen, ja, vielleicht fällt er gar nicht mehr unter 10.000. Wir hatten das am Mittwoch gesagt, Herr Damm, und das war völlig in Ordnung. Also jetzt sage ich nicht mehr, dass wir unter 10.000 Punkte zurückfallen. Mhm. Ich würde jetzt auf dem aktuellen Niveau durchaus entweder die Position laufen lassen, die man schon eröffnet hat, oder eben durchaus noch neu einsteigen. Das ist auch noch durchaus eine Option, eben mit dem mit dem Kursziel auf Sicht der nächsten Wochen bei 11.000 Punkten eben. Kurzfristig eben haben wir das Ziel 10.500 Zähler, eben dieses eine Verlaufshoch. Vielen Dank für dieses Update an Thomas Bergmann vom Anlegermagazin Der Aktionär und schönen Tag Ihnen. Danke, ebenfalls.